MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem PS4-Account. Ja, ich denke mal, da bleiben wir jetzt auch drauf. Also es lief ja jetzt mit den Spielen eigentlich schon ganz in Ordnung. Und ja, wir wollen jetzt mal kein Spielchen machen. Wir haben ja in der letzten Episode den lieben Herrn Ramos in Form gekauft. Und da werden wir heute mal wieder so ein bisschen einen auf Free-Build machen. Das heißt, ich habe mir da jetzt nichts Großes vorgenommen. Außer eine Kombination, die ich auf jeden Fall mal spielen möchte. Das seht ihr auch gleich. Das bauen wir auch jetzt gleich mal ganz schnell auf, sozusagen. Das ist nämlich jetzt nichts Besonderes. Aber es sieht relativ stark aus, also in meinem Kopf. Ich habe das selber so noch nicht gebaut, in Foothead oder so. Aber ich glaube, es könnte sich gut spielen lassen. Deswegen bauen wir das jetzt einfach mal gleich. Und es ist nicht im 4411, ja, wer hätte es gedacht. Aber eventuell bauen wir trotzdem noch ein Team im 4411 mit Ramos. Muss ich mal gucken, weil ich hätte ihn auch eigentlich ganz gerne mal als Einzelspitze. Problem könnten aber seine Workrates werden. Weil er hat halt Medium-Medium. Und wir haben bei Benteke gesehen, dass der sich schon immer sehr schön hat zurückfallen lassen. Also natürlich ist es nicht schön, aber der hat sich halt immer auf die 10er-Position zurückfallen lassen. Und ich glaube, Aguero war in dem Team der Mittelstürmer. Der war dann immer als in der Sturmposition. Ich meine, ist jetzt, wenn du da Kuhn und Benteke hast, ist es nicht ganz so schlimm. Das Problem war halt eher, dass Benteke einen auf 10er gemacht hat und das ist eben nicht so ganz sein Gebiet. Und ja, deswegen ist das mit den Workrates schon relativ wichtig. So, den hier stellen wir nochmal für eine Stunde drauf, das können wir vielleicht auch nochmal kurz machen. Balotelli, machen wir mal hier so kurz einen Preisvergleich, das nutze ich ja nie, deswegen nutzen wir es jetzt mal. Gucken, ob das was bringt. Könnte man nämlich zum Beispiel mal gucken, was die Leute so bieten. Hier zum Beispiel 15.000, aber das ist auch ein Hunter. Unser ist ja Basic. Ich denke mal, sein Preis liegt so bei 16.000. Ja, ist jetzt nochmal irgendwo ein Gebot drauf. 16.000. Ich würde sagen, 15.500 machen wir den drauf und gut ist die Sache. Da sollte er dann schon weggehen. Haben wir ja irgendwann mal gezogen, den Jungen. In den letzten Tagen, ja, wir haben in den letzten Tagen eigentlich gar nicht mal so schlecht gezogen mit Touré und, ja, Balotelli, dann war da noch irgendwas dabei, glaube ich. Oh, jetzt habe ich 15.000 gemacht. Naja, ist ja auch scheißegal. Vielleicht geht er jetzt sofort weg. Na? Mal schauen, ob er dann gleich weg ist. Könnte günstig sein. So, den hier werde ich mal für eine Stunde 150 draufstellen. Vielleicht will den irgendwer haben, ich jedenfalls nicht. Ja, und da ist der Balotelli schon weg, war dann doch relativ günstig, aber scheiß auf die 500 Coins oder von mir aus auch 1000 Coins, ist dann halt so. Jovetic, machen wir auch mal ganz kurz einen Preisvergleich. So, Jovetic, 9100 hier Gebot drauf als Finisher. Ich denke mal 9,5 ist gar nicht mal so schlecht, ich stelle ihn für 9,5 drauf, das sollte klar gehen. So, weil da sind auch welche für 9,7 und die sind auch noch nicht weg, deswegen 9,5 sollte okay sein für einen frischen Jovetic. So, 9,4, 9,5, ab mit dir. Hätte ich eigentlich auch länger draufstellen können, aber naja, ist ja auch Latte. Sandro, der bringt nichts mehr, einfach 150, los geht's. Mertesacker ist zwar die upgraded Version, aber auch der kostet, glaube ich, nur Abstoßpreis. Noch einen Jovetic. Ja, machen wir auch für 9,5 drauf. So, komm, push mal her. So, 9500, ab mit dir. So, Mario Fernandes. Ja, den mache ich nochmal ganz kurz in den Verein. Vielleicht machen wir da ja noch was mit Hulk. Das habe ich das letzte Mal ja vergessen. So, Varela, der kann auf jeden Fall weg. Der will aber irgendwie nicht weggehen. Ich mache den jetzt einfach für 350 drauf. Vielleicht geht er dann mal endlich weg. So, und dann hätten wir hier hinten noch den lieben Herrn Mangala. Da sollte, na, das ist scheiße, Preisvergleich beim Inform ist immer kacke. Deswegen gucken wir uns mal ganz kurz auf dem Markt seinen Preis an. So, Mangala, wo bist du? Nicht Mandanda, sondern Mangala. Und jetzt gehen wir mal so auf Mindestpreis 10k und dann gehen wir mal hoch so, ach, für wie viel haben wir gekauft? 17.000 rum, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, oder 15.000, na, sehen wir ja gleich. Dann machen wir hier so 17.500 oder 250. Ja, gehen wir nochmal ins Höher. Ja, und da kommt was, und zwar auch in Form 17.000. Wir müssen natürlich gucken, dass wir, glaube ich, Shadow haben. So, 16.750 ist das günstigste.
Shadow so 2000 mehr rum, vielleicht so 19.000 ist eigentlich okay. Den könnte mal wer kaufen. So, Varela ist endlich weg. So, gekauft haben wir für 16.000. Ja, komm, wir machen den für 19.000 drauf. Und zwar jetzt einfach mal hier für 3 Tage. Der wird schon irgendwann mal weggehen. So, und der Samen Nasri, da wurde mir jetzt gesagt, das wäre Episode 180 gewesen. Das heißt, den werden wir in den nächsten Tagen verlosen. Das Problem ist noch, ich weiß nicht genau, wer das mit der 180. Episode als erstes geschrieben hat. Deswegen, das muss ich mir irgendwie nochmal ein bisschen genauer angucken. Und die Person bekommt dann 10.000 von mir. Habe ich ja versprochen. So, und Touré, den müssten wir auch mal verkaufen. Mal gucken, was der aktuell so wert ist. Weil wir haben ja schon einen Touré im Verein, deswegen brauchen wir nicht unbedingt 2. So, ne, so, ja, Touré, da haben wir ihn. Und dann gucken wir mal so bei 110.000 rum. Guckt auch ganz lieb auf seinem Bild. Richtig sweet, der Jaja. So, ich denke mal, er ist auch der Schönling in der Familie. Also der Kolo, der ist ein bisschen, ist nicht der Hübscheste. Der Jaja ist jetzt auch nicht der Allergeilste, aber er ist schon... eine nice Sau, also auch auf dem Platz. Heftiger Kerl. Würde ich mir bei Dortmund wünschen, aber sein Gehalt beträgt wahrscheinlich das von 3 Dortmund-Spielern. So, 123 und 125.000, aber der 125.000er ist sogar in der 58. Minute. Die sind beide in der 58. Ne, ich glaube, da können wir sogar noch ein bisschen mehr rausholen. Machen wir 128.000. So, da sehen wir jetzt auf jeden Fall schon mehr. Okay, gut, da sehen wir um einiges mehr. Dann machen wir 126.000. Ja, wir wollen ja hier jeden Tausender sparen. Eben noch unter Preis Balotelli verkauft, aber Hauptsache jedem Cent sparen. Ich glaube, ich mache für 125.000 drauf. Da sollte er relativ schnell weggehen und das ist, glaube ich, auch ein guter Preis für ihn. So, ja, Touré, da ist er. Haben wir ja gezogen. Wann haben wir ihn gezogen? Am 16. Aktuell haben wir den 20. Okay. Alter, ich bin schon... Am 11. bin ich geflogen. Am 12. kam ich an. Ich bin schon knapp über eine Woche hier. Schon 8 Tage. Heftige Sache. Ja, hier geht die Zeit echt schneller rum, weil ich auch manchmal einfach den ganzen Tag verpenne. Ja, wenn man halt in der Nacht ein bisschen mehr macht, dann ist klar, dass man dann tagsüber ab und an auch mal ein bisschen pennt. Aber ich meine, wenn ich jetzt nur 3 Wochen hier wäre, dann würde ich das niemals machen. Sozusagen den ganzen Tag versauen dadurch, dass man bis abends pennt. Aber ich bin halt 3 Monate hier und das heißt, da haben wir noch genug Zeit, beziehungsweise ich habe noch genug Zeit zu unternehmen. Und ja, deswegen kann ich mir sowas auch mal gönnen. So, dann hätten wir das jetzt geregelt. Hat auch 8 Minuten gedauert, okay. So, jetzt ziehen wir noch ein Päckchen. Habe ich irgendwie Bock drauf. Und danach geht es an das erste Team. Mal gucken, ob wir das zweite Team hinbekommen, weil, wie gesagt, Free Build, da bin ich ja nicht der Beste drin. Ja, ich weiß, ich brauche irgendwie Footage so ein bisschen dazu. Dann gucke ich mir gerne nochmal die Filter an, zum Beispiel, keine Ahnung, ich brauche einen Kolumbianer. Dann gebe ich Kolumbien ein als Filter und gucke mir mal an, was es da auf der und der Position so gibt. Wenn ich das alles aus dem Kopf mache, da ja, fallen einem teilweise einfach mal sehr gute Spieler nicht ein und dann denkst du dir im Nachhinein, ah, den hättest du auch dahin machen können. Aber naja, manchmal ist es eigentlich ganz nice mit dem Free-Build. Deswegen machen wir das jetzt auch. So, Manager-Verträge nehmen wir nochmal mit, ein bisschen Fitness. Ich glaube, die Server sind jetzt auch wieder einigermaßen in Ordnung. Jetzt nicht unbedingt perfekt, aber einigermaßen in Ordnung. Weil ich wurde jetzt nicht mehr wieder rausgeschmissen. So, den Abschlag-Trainer nehmen wir auch noch dazu. Und der Rest kommt, na, nein, ich will den nicht tauschen, ist der gleiche, das bringt mir nicht sonderlich viel. So, jetzt haben wir die Scheiße auch nochmal abgestoßen und jetzt bauen wir dann wirklich das erste Team. Und das wird nämlich ein Team im 3-5-2 und wie gesagt, das ist jetzt überhaupt nichts Hybridmäßiges, überhaupt nicht. Also meckert nicht gleich rum, ich finde einfach nur, dass das Team wahrscheinlich ziemlich geil spielbar ist, das sage ich jetzt, ob es so ist, das wird sich zeigen. Wir haben übrigens schon wieder tausende Teams, aber naja, geht schon klar. So, das nennen wir mal 3-5-2, weil es auch im 3-5-2 ist. So, in welche Richtung müssen wir gehen? Ah, scheißegal, ich habe schon wieder die falsche genommen, glaube ich, naja, geht. So, da ist 3-5-2 und dann kommt jetzt natürlich vorne rein der Jutta Ramos. So, den stellen wir da mal hin. Mal gucken, den anderen haben wir wahrscheinlich nicht. Ah, doch, einen haben wir. Ich will nämlich den Bitch Barbo gerne
als ZOM spielen. Ich weiß, dass er nur einen 68er Pass hat, aber er ist halt einfach, man könnte hier auf die Position auch einfach Guarin stellen. Aber Guarin ist einfach nicht so torgefährlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass Bitch Barbo das da ganz gut macht in der Mitte. Ob es dann so sein wird, wird sich zeigen, aber wir werden den Bitch Barbo einfach mal hier im ZOM testen. Man könnte ihn auch hier testen und den anderen Spieler dann hierhin machen. Aber nee, ich will das mal lieber so rum machen. Dann hätten wir hier auch noch einen anderen Spieler, nämlich Cuadrado. Hier hätten wir auch ein paar Spieler oder einen, ich weiß es noch nicht. Ach, Chiellini Gold haben wir immer noch, ja, den wollte ich doch verkaufen. Wieso habe ich den nicht verkauft? Habe ich den nicht sogar verkauft? Naja, ich mache mal auf die Transferliste, gucken wir uns gleich nochmal seinen Preis an. Wir haben nämlich den Inform und der Inform, der wird doch wahrscheinlich lange Zeit erstmal nicht gehen. Weil den brauchen wir ja des Öfteren mal. Und ja, hier stellen wir jetzt einfach OP-mäßig Caceres Ogbonna auf. Also das heißt, das ist ein, ja, eigentlich reines Serie A-Team mit vorne zwei verschiedenen Stürmern. Also ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wer vor Ramos stürmen wird. Hier packen wir dann einfach den guten alten Herrn De Rossi rein. Daneben, ja, jetzt haben wir gerade da, können wir auch SJA reinpacken. Ist ja jetzt Latte, wen wir da reinmachen. Also Latte ist es jetzt nicht unbedingt, aber ich denke mal, SJA sollte da klar gehen. Und, oder ist ja, wir könnten auch Marquisio reinmachen. Das wäre ein bisschen offensiver. Das ist halt die Frage. Aber ich glaube, wir machen das erstmal so. Und jetzt den einzigen Spieler, den wir sozusagen dann auch noch dazu zu Ramos neu testen, ist der gute Herr Armero. Da wurde mir auch schon mal gesagt, soll den einfach mal spielen. Der sieht zwar eigentlich scheiße aus, also er ist halt eigentlich ein Außenverteidiger und so sehen halt auch die Werte aus. Aber ich soll ihn einfach mal testen. Und das machen wir doch hier mal. Erstmal gucken, was der so kostet. Wahrscheinlich kostet der Abstoßpreis rum. Und dann gucken wir mal, was wir ihm für ein Chemistry... Ah, wir kaufen ihn ohne Chemistry Style. Und geben ihm dann einfach irgendeinen. So, man sieht hier auch schon, also Offensive ist da nicht so pralle mit 67 Schuss, 78 Dribbling. Dafür kann er halt defenden, weil er halt eigentlich ein Außenverteidiger ist. Beziehungsweise war... Keine Ahnung, wie das aktuell so ist, wo der spielt, beziehungsweise aktuell spielt er, glaube ich, eh nicht mehr sonderlich viel. So, mal gucken, 850, 800, mal gucken, ja, ich glaube, Yaya Touré ist weg. Kam da eben so ein bisschen was obendrauf. So, 800 finden wir auf jeden Fall was, gut. Dann schnappen wir uns doch hier am besten einfach einen frischen. Der müsste frisch sein, ne? Ja. Nehmen wir ihn einfach mit, Armero 78er, natürlich so ein bisschen Chemie-Bitch für Ramos da vorne, weil er halt auch ein Kolumbianer ist. Aber naja, ich will ihn einfach mal testen. Er soll gar nicht mal schlecht abgehen und das werden wir dann sehen, ob das denn wirklich so ist. Ich weiß gar nicht, linke Seite, was gibt's denn da noch? Kolumbien, natürlich Cuadrado in Form. Den gibt's noch auf der linken Seite, wen gibt's denn da noch? Ah, komme ich jetzt gerade nicht drauf. So, jetzt komm mal mit, Kollege. Hallo. Komm, push dich. Armero. Hast keinen Bock, oder was? So, jetzt ist er im Verein. So, was braucht man jetzt noch? Eigentlich steht schon alles außer den Stürmer. Ja, den Stürmer, den brauchen wir noch, der neben Ramos stürmen wird. Und das ist natürlich der Jackson. Ja, ich weiß, dass er nicht Jackson heißt. Ja, manchmal muss ich sowas aufklären. Das ist eigentlich total behindert. Aber egal. Wir holen jetzt mal den Jackson Martinez. Und ja, der Jackson, der ist, wo ist er, ne, da ist er noch nicht, dann machen wir mal hier da ist er, Jackson Martinez. Und was kostet der Junge? Ich habe keine Ahnung, ich will ihn direkt als Hunter haben, ja, hier direkt Hunter drauf, komm, so, wo haben wir es, Hunter, hier, kriegen wir einen für 3,8, komm, bestimmt, oder? Ne? Ja, da ist er, so, 3,4, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht von Dortmund, wenn die Ramos und Martinez holen. Dann haben sie nämlich zwei Kolumbianer da vorne im Sturm und die, ja, die freuen sich doch bestimmt. Ich meine so, ja, Kolumbianer, Brasilianer, Argentinier, die freuen sich doch immer, wenn sie ihre Landsmänner mit am Start haben. Das könnte vielleicht ein richtig guter Deal werden. So schön Ramos für 10 Mille eingepackt, Martinez nochmal für 25 Mille. Ich meine, dann hast du zwei relativ alte Stürmer. Was heißt alte? Ja, für Fußball ist es dann schon relativ alt, muss man natürlich sagen.
Aber ich meine, die können beide noch dicke 4, 5, 6 gute Jahre spielen. Und deswegen geht das, denke ich mal, noch klar. Das wäre, glaube ich, ein ganz nices Duo. Vor allem die vielleicht auch mal so zusammen. Martinez irgendwie Stürmer, Ramos hängende Spitze. Bäm, Alter. Und dann schön mit Cooper und Reus außen durchpacen. Wäre schon nice. Wäre schon nice. So, mal gucken, wen wir jetzt mitnehmen. 3-4 ist, glaube ich, hier der Burner. Ja, den nehmen wir mit hier. Den für 3-4. Mal gucken. Jetzt zuweisen. Mal gucken, wie so seine Verträge und seine Fitness aussehen. Ist eigentlich Latte, weil wir es ja sowieso haben, aber interessiert mich immer nochmal. So, zwar, bist ja perfekt. 22 Verträge, 99 Fitness, Hunter, 400 unter Marktpreis. Ist doch perfekt, sowas. 51 Spiele, 46 Tore und 16 Vorlagen beim Vorbesitzer. Wie viele Besitzer hatte er schon? 9 Stück, alles klar. Dann kommen wir mit Jackson. So, das erste Team steht jetzt alle, nicht allerdings, sondern also. Und dann müssen wir mal gucken, was wir so als zweites bauen. Beziehungsweise jetzt machen wir erstmal das hier schnell in den Verein rein. So. Und dann machen wir mal hier vorne den Jackson hin. Wo bist du? Komm. Komm. Nicht Balotelli, nicht Ibra, sondern Martinez. Finisher lasse ich im Ramos mal drauf, weil er ist schnell genug. Deswegen braucht er keinen Hunter mehr. Martinez mit 82 prinzipiell auch, aber scheiß doch der Hund drauf. So, linke Mittelfeldspieler, Amero packen wir da noch rein. Und hier hinten machen wir jetzt einfach, scheißegal eigentlich. Ne, Sirigu geht nicht, ne? Ja, ist mit 3 links. Deswegen machen wir, ne, können wir eigentlich auch... Na, ganz ruhig jetzt hier, Massive. So, nochmal Spieler austauschen, können wir auch Handanovic hinmachen. Und dem können wir nochmal schnell einen Chemistry-Style draufpacken. So, was geben wir dem mal? Was hat er denn für Werte? Der bräuchte eher im linken Bereich was. Und das wäre dann natürlich Wall. Das heißt, ein bisschen was noch im Hechten, ein bisschen was in Ballsicherheit und ein bisschen was im Abschlag. So, da haben wir das so, so. Ja, ich glaube, wir geben ihm eine Wall. Genau. So, Handanovic mit Wall. Und ja, das sieht eigentlich relativ OP aus. So, Ibabo, ja, der freut sich natürlich nicht als Stürmer. Okay, da müssen wir dann nochmal was umstellen. Den haben wir auch aktuell, glaube ich, in keinem Team. Deswegen, oder? Ach, ist ja auch Latte. Wir stellen jetzt einfach um. Stürmer, Mittelstürmer. Wir haben da so viele 1000 Karten, aber immer das, was ich brauche, ist irgendwie nicht da. Egal, kaufen wir Stürmer, Mittelstürmer. Mittelstürmer Zom haben wir, glaube ich, jetzt neulich erst gezogen. Oder in dieser Episode, ich weiß es gar nicht mehr. So, machen wir jetzt mal hier Positionswechsel. Und Positionswechsel, Stürmer, Mittelstürmer. Und das dürfte nicht viel kosten. Machen wir so 500 rum. So, 500. Ah, nee. 600. Nee. 700. Nee. Okay, dann ist das ganz schön gestiegen. Ja, lange nichts mehr mit Chemistry Styles gemacht, weil ich meine, wir haben ja alle. Und auch nicht getradet damit. So, Alter, das kommt mir jetzt ein bisschen sehr komisch vor. Das war nämlich mal auf 500. So, 1700. Also ist auf jeden Fall ordentlich gestiegen, wie es scheint. So, 1700. Ja, kriegen wir vielleicht noch was für 1,6. Wenn nicht, dann nehme ich was für 1,7 mit. Ja, 1,6 kriegen wir aber auch noch was. Ja, komm, wir nehmen einfach jetzt für 1,6 mit. Ich meine, das ist jetzt hier auch 40. Minute. Also der Preis scheint schon in Ordnung zu sein. So, und dann können wir das Ding gleich anwenden. Stürmer, Mittelstürmer, Verbrauchsobjekt anwenden. Auf den guten Herrn Bitch Babo. Da ist er. So, und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz rein, ob ihm das jetzt reicht mit dem italienischen Trainer. So, Mannschaft, wenn nicht, dann machen wir ihn auch noch zum ZOM, ist dann auch okay. So, Manager und, Manager hinzufügen, bitte. So, und dann machen wir dann einfach mal, ja, machen wir einfach einen Wenger rein. Hauptsache Serie A und alle 9 bzw. 10 Chemie. Sehr schön, mehr wollte ich nicht, passt alles. Bitch Babo, was war mit dem? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir den gespielt haben. Naja, ist ja auch Latte. Auf jeden Fall, so sieht schon mal dieses Team aus. Ich denke, vor allem der Sturm könnte relativ OP spielen. Ob es denn so sein wird, wird sich zeigen. Aber ja, sieht so schon mal ganz stark aus. Ob es dann auch stark spielt, wir werden sehen. Ich glaube, hier für SJA werde ich dann doch Marquisio hinstellen. Nur mal so ein bisschen offensiver machen. So.
passt das auch. Der ist auch auf 10, sehr schön. Dann passt die ganze Chose. Und ja, was machen wir noch? Die hier vorne haben alle Chemistry Styles, die haben alle Chemistry Styles, nur der Amero hat noch keinen. Aber da weißt du auch ehrlich gesagt kaum, was du dem geben sollst, weil der ist irgendwie überall nicht sonderlich pralle. Ich glaube, Maestro wäre bei dem gar nicht mal so schlecht. So Schuss, Pass, Dribbling so ein bisschen, das sollte klar gehen. So, das wäre es jetzt aber wirklich gewesen mit dem Team. Und jetzt machen wir doch nochmal eine neue Mannschaft. Und ja, was könnten wir machen? Ah, ich weiß es nicht. Ich nenne das jetzt einfach mal What. Keine Ahnung warum, aber ich lasse mir immer irgendein Wort in den Kopf kommen und dann nenne ich das Team so. Es hat alles null Sinn, was ich hier mache. In welcher Form könnten wir ihn spielen? Beziehungsweise gucken wir uns doch mal so ein paar Hertha-Spieler an. So, was wollen ihn jetzt mal? Achso, Hertha-Spieler angucken, ganz genau. Ob wir denn da irgendwas vielleicht finden. So, machen wir hier mal alles weg. Qualität lassen wir auch mal. Das lassen wir auch mal. Jetzt gucken wir mal. Bundesliga. Da ist sie. Und jetzt Hertha BSC. Wo bist du? Da. Hertha BSC. Und dann gucken wir mal, was die denn so am Start haben an Spielern. Ja, Prooks. Das ist ein bisschen zu weit hinten. Das kann ich schlecht linken. Hosogai. Was hat der eigentlich für Workrates? Mittel, Mittel. Okay. Niemeyer, auch ein ZDM mit mittelhoch und 1,91 groß, sieht eigentlich ganz nice aus, könnte man auch mal testen, den Jungen. Ja, ihn selber haben sie natürlich auch. Lustenberger, die haben irgendwie ganz schön viele ZDMs. Schulz, ja okay, das könnte man natürlich prinzipiell linken, aber nee, das linkt eher zum Winger. Ja, nee, das ist auch scheiße. Pekarik, boah, ist jetzt nichts so dabei, was mich so voll von... Ronny, ja, okay. Aber Non-Rare wollte ich jetzt eigentlich da nicht anfangen zu linken. Ja, ich weiß, Non-Rare muss auch nicht schlecht sein, aber... habe ich jetzt nicht so ganz Bock drauf. Ich hätte ja was gemacht, so Gold, Silber. Zum Beispiel Prooks wäre natürlich ganz nice, aber... wie soll ich den Ramos da vorne mit dem Innenverteidiger linken? Das wird ein bisschen schwer. Sandro Wagner gibt's noch. Nee, ich glaube, das mit Hertha lassen wir mal. Da gehen wir dann lieber in die Richtung Bundesliga. Ja, Bundesliga, meine gehasste Liga. Aber man könnte natürlich was in die Richtung machen. Das könnte sogar ganz nice aussehen. Machen wir mal 4-3-3-5 als hängende Spitze. Dann da vorne jetzt... als Stürmer, beziehungsweise, ja doch, als Stürmer hängende Spitze, Ramos als Finisher rein. Hier auf die linke Position machen wir mal Reus rein. Auf diese Position könnten wir dann Cuadrado reinmachen. Der ist rechts Mittelfeld bei uns, oder? Oder ist der Winger? Ich weiß gar nicht. Ne, rechts Mittelfeld, okay. Und weil das Ding ist einfach, Ramos hat als Stürmer sogar 74 Passen. Ich denke mal, das ist gar nicht so schlecht. Und ja, da können wir sowas in die Richtung machen. Jetzt braucht der natürlich noch ziemlich viele Links irgendwie, ne? Irgendwie so. Können wir hier mal... ach Quatsch, das geht natürlich nicht. Da müsste ich dann sowas aufstellen wie Guarin hier in diese Richtung. Oder ich könnte jetzt natürlich... hier könnte man natürlich auch den Riascos, die Transferversion nehmen. Der ist ja auch... oder Riascos, ist der Kolumbianer? Doch. Müsste so sein. Ja, wie... okay, jetzt wurde ich einfach mal ganz dezent aus Ultimate Team rausgeworfen. Sehr nett natürlich. Ja gut, dann kann ich... habe ich wenigstens ein bisschen Zeit zum Überlegen. Wen könnte ich denn dann ins ZM stellen? Das, da bin ich ziemlich halt jetzt natürlich auf Kolumbianer und Bundesliga beschränkt. Ah, scheiße. Vor allem, er braucht dann halt auch alle Links. Das heißt, wir können zweimal Bundesliga oder zweimal irgendwelche Kolumbianer aus der Serie A nehmen oder... oder. Ich weiß nicht, warum der mir jetzt als wieder die Fehlermeldung anzeigt. Hat er mir jetzt zum dritten Mal angezeigt. Mal gucken, ob wir wieder reinkommen. Wenn nicht, naja, dann... ich weiß nicht. Wir haben jetzt nämlich schon 25 Minuten rum. Das, ich habe mir sowas schon irgendwie gedacht, dass das ein bisschen länger dauern wird. Scheiße. Ja, was können wir da machen? Oder wollen wir den als hängende Spitze spielen oder nicht?
Oder ganz normal im 4-3-3, dann braucht er natürlich nicht so viele Links. Dann braucht er nur zu beiden Wingern, was man natürlich zum Beispiel mit Reus und Cuadrado machen könnte. Und dann nach hinten weg noch einen Link, was man dann zum Beispiel mit Guarin machen könnte. Oder wir spielen... Nee, das ist auch... Oder? Eigentlich ganz... Na, ich weiß nicht, ich habe so viel im Kopf, das ist unglaublich. Ja, also sowieso ganz, ganz viel im Kopf, ne, wisst ihr ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir hier nochmal reinkommen. Wenn nicht, ist es doch gar nicht mal so schlecht. Ihr habt jetzt das erste 3-5-2-Team gesehen. Und ich baue das Team jetzt einfach mal nicht zu Ende. Und ihr baut sozusagen unser zweites Team. Ich weiß jetzt übrigens auch, warum ich hier rausgeflogen bin. Das hat nichts mit den EA-Servern zu tun, sondern mein VPN ist hier gerade disconnected. Und deswegen bin ich rausgeflogen. Das ist, glaube ich, noch viel besser. Ihr entscheidet, wie das zweite Team aussehen soll. Das heißt, erstmal müsst ihr euch irgendwie gegenseitig einig werden, welche Formation und dann, wie wir dieses Team denn aufstellen wollen. Ihr könnt natürlich auch Silber nutzen, das heißt zum Beispiel Quintero, Riascos oder sowas. Am liebsten aber Gold, wenn ich ehrlich bin. Und ja, dann guckt mal, achtet bitte darauf, dass das Team spielbar ist. Das heißt, ich mag keine Teams, die toll aussehen, aber scheiße spielbar sind. Also achtet wirklich auch ein bisschen auf die Workrates, wenigstens ein bisschen. Ihr müsst nicht perfekt auf die Workrates achten, aber nur einen kleinen Ticken. Und also so, dass nicht das komplette Mittelfeld zum Beispiel High-Medium-Workrates hat, das spiele ich nicht sowas. Weil wenn keine Sau aus dem Mittelfeld und im Sturm nach hinten arbeitet, ja, sorry, dann laufen die Leute immer nur gegen meine Abwehr und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Deswegen guckt mal, dass das irgendwie ein bisschen ausgeglichen ist und dann haut einfach mal eure Vorschläge entweder bei Facebook oder unter die Kommentare, in die Kommentare oder per Forum, haut sie mal raus und ich suche mir dann meinen Favorite raus und der Favorite bekommt von mir 10.000, obwohl das ist auch scheiße, weil wenn irgendwelche Leute die gleichen Teams vorschlagen, ist natürlich kacke, es kann natürlich gut vorkommen. Ich muss mal gucken, ob ich den Gewinner dann sozusagen mit dem Team, was ich dann im Endeffekt nehme. Also seid auch nicht traurig, wenn ich euer Team nicht nehme, aber ich kann halt nur eins nehmen. Und na gut, ich könnte im Prinzip natürlich alle nehmen, aber das ist dann natürlich ein bisschen übertrieben. Nee, ich werde dann mir ein Team raussuchen und ja, dann mal gucken. Vielleicht ist er ja der Einzige, der mir das Team geschickt hat, dann kriegt er von mir noch 10.000 oder sowas in die Richtung und dann passt das. Und ja, somit haben wir dann nämlich ein Team, was ich gerne spielen würde, nämlich das 3-5-2 mit Ramos, Martinez und Bitschbabo. Und ja, dann haben wir noch so ein zweites Team, was dann sozusagen von euch kommt. Ihr könnt das natürlich auch so machen, ihr müsst nicht alle, jeder ein Team bauen. Guckt euch erstmal die Teams an von den anderen Leuten und lasst dann zum Beispiel mal ein Like da. Natürlich könnt ihr ein Like da lassen und noch selber ein Team bauen. Und ja, vielleicht ist dann da irgendein Team mit 20 Likes oder sowas und dann nehme ich das. Also, ich achte natürlich auch darauf, dass es mir gefällt. Aber wenn ich sehe, okay, oh, ihr findet dieses Squad so geil, dann baue ich das natürlich auch ganz gerne. Und ich würde sagen, so machen wir das, weil jetzt sind wir schon wieder bei 28 Minuten. Ich habe... Ach so, nee, das ist ja ein neuer Tag sozusagen. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja vorhin auch ein 38-40-Minuten-Video gehabt, aber das war ja gestern Abend. Und ja, ich würde sagen, das wäre es jetzt eigentlich gewesen. Ist dann doch nur ein Team geworden und so ein bisschen Input meinerseits. Und wie gesagt, ihr baut das zweite Team. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao.